wäre jetzt gerade ein bisschen doof. Da ist noch so ein Creeper. Da. So, ah, zum Glück nicht explodiert. Und da oben steht einer drinne. So. Ja, ich war jetzt noch auf Monster hinter mir her, aber ich habe kein Schwert. Ich habe mich jetzt hier null vorbereitet. Ich wollte eigentlich nur Zauberstäbchen aufladen. Aber nein. Oh nein. Na, jetzt. Sehr gut. Und die Gehirne, die sind auch von Farmcraft halt. Da gibt es dann halt diese aggressiven Zombies. Schnell weg hier weiter. Zombie hat uns gesehen, aber egal. Hey. Und ich sollte auch mehr die Pflanzen sammeln. Ja, egal. Machen wir eine anderen Aufnahmen. Wir werden noch jede Menge machen. Also von daher. Gut, wir sind zu Hause. Home sweet home. Gut. Schnell mal versuchen. Ja! Es hat geklappt. Sehr gut. Damit haben wir halt 0. Und ja, jetzt haben wir Taumium. Und... Warte mal. Magical Building Blocks. Die würde ich auch noch schnell machen wollen. Ja, und hier braucht man das halt. So. Und die müssen wir nämlich hier anmachen. Das heißt... Bup, bup, bup. Das Zauberstäbchen hier reinlegen. Ja, ich weiß, die Spinne nervt gerade ein bisschen, aber kann jetzt nichts anders machen. So, machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8. Sehr gut. So. Derzeit, was machen wir da in der Zeit? Derzeit mache ich schon mal ein bisschen Papier. Ein paar Papers. So. Habe ich das noch mit? Ich gucke, ich nehme noch ein paar mit. So, damit wir genügend haben. Jetzt gucke ich wieder zu viel, aber lieber viel als zu wenig. Das zeige ich dann euch noch, wie das geht. Also mit Farmcraft sind wir dann halt wahrscheinlich ein bisschen früher fertig. Kann man nichts machen. Schade. Schade, Marmelade. So, 60 Papier haben wir. Die legt man jetzt, also ich kann das ja euch mal zeigen. Hier ist, kommt dann halt dieses Metall um rein. So. Und dann gibt es ja hier unten noch einen Schalter für Cursory und Sorroach. Cursory ist, wenn man jetzt das halt erforschen will und gucken will, gibt's das, wird das überhaupt angezeigt. Und das ist halt zum schneller machen, dass man nicht so viele Items halt verbraucht und das versucht halt das Maximal aus diesem Item herauszubekommen an Elementen, dass man da schneller erforschen kann. So, das müsste jetzt auch fertig sein, genau. Und hier noch ein. 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir sie. Die Magical Building Blocks. So. Machen wir es gleich davor oder? Machen es eben versetzt. So. Oder mache ich die weiter rüber? Ach komm, wen juckt's? Wir müssen ein bisschen den Platz ausnutzen. So, so. Und so. So. Und das packe ich einfach mal hier hinten hin. So, so und so. Und jetzt. Ach nein. Ach nee. So, müssen wir halt mal ein bisschen tauschen. Und perfekt.
Hat gerade so gereicht. Und hier, das ist die Schaltfläche für alles, was wir dann halt ab da, 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 ab hier, ab dem Trennpunkt hier machen müssen nach unten. Also wie gesagt, den Inferno Furnace, den müssen wir halt später machen, oder den machen wir halt dann, gehen wir halt mal ein bisschen weiter weg und dann machen wir das halt, dann zeige ich euch das. Ansonsten machen wir da wie so eine Art Zauberstation, dass wir da dann richtig zaubern können. Und ja, wie gesagt, Schwarzpulver können wir uns auch herstellen halt. Aber Schwarzpulver hat schon weniger und das Gunpowder kennt ja jeder. So, das werden wir uns auch noch zu Genüge machen, diese Enchantment-Fabrics. Das ist diese Thaumaturge-Rope, oder wie denn genannt wird. Die vermindert halt diese Zaubereigenschaft, und verbraucht man jetzt noch nicht. Man braucht jetzt 20 Wiss. Und ja, mit der verbraucht man jetzt, sagen wir mal, 15 oder 10, weiß ich jetzt nicht, wie die Rechnung ist. So, das kann ich euch noch erklären. Der Magical Meter guckt, wie viel Aura in der Nähe ist. Das ist eigentlich sehr gut. Den werden wir demnächst brauchen. Später denn. Die Bienen braucht man jetzt halt. Basic Artificing und Basic Alchemy braucht man dafür. Für diesen Vent of Adept. Dazu braucht man nicht halt noch den grünen Airshard. Und der macht halt, der kann bis zu 250 Wiss speichern. Und dann geht das nämlich hier mit den los. Hier braucht man nicht 50, 100. Also, das ist schon ein bisschen komplexer. Also, ich sag euch mal, so der Vent of Frost, der ist nicht so gefragt halt. Also, er schießt halt, also den kann man halt auch zum Bekämpfen von Gegnern nehmen, aber ist halt nicht so toll. Vent of Fire ist klar, der spuckt Feuer. Vent of Lightning halt Blitze. Vent of Excavation. Excavation ist sozusagen, damit baut man Blöcke aus weiter Entfernung schneller ab. Man baut damit auch schneller Obsidian ab. So viel ich weiß. Und der Vent of Acrid Trade. Das ist sozusagen, damit tut man ein Item, was man im Inventar hat, gegen ein Item, also, das heißt schon Item, ein Block. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Stack Cobblestone. Ganz normalen Cobblestone. Und wir wollen jetzt halt das Obsidian abformen, was wir jetzt halt aus Lava und Wasser gemacht haben. Dann tun wir den Cobblestone in den, sozusagen in den Vent of Equitrade speichern. Das zeige ich euch noch alles, die ganzen Stäbe. Und die werden nämlich wichtig werden für die ganzen Wisp. Diese Wisp-Essenz, die müssen wir, glaube ich, dann farmen. Da habe ich schon nämlich eine Idee, falls wir nämlich eine Portigan haben, da habe ich nämlich eine schöne, ja, Farm, die wir machen können. So, und jetzt erkläre ich das nochmal. Dann tut man halt diese Cobblestone einspeichern. Und tut damit sozusagen, tut man halt draufklicken mit Rechtsklick durch. Und man kriegt sozusagen das ganze Obsidian, was in einem Schank um dich herum geladen ist. Der ganze Obsidian, und der auch nicht irgendwo unterbrochen ist, bekommt man dann halt im Austausch gegen den Cobblestone. So. Erkläre ich nochmal kurz ein bisschen. Ich werde dann auch gleich die Aufnahme beenden. Der Inferno Furnace ist halt ein Ofen, wie man halt lesen kann, Furnace. Wer Englisch kann oder halt Minecraft öfters auf Englisch spielt. Der ist halt ein. Der Höllenofen. Ja, der macht sehr, sehr, sehr viel Flachs. Das weiß ich. Ich hab das nicht mal ausprobiert. Ich habe mal 7 oder 8 Stück nebeneinander gebaut. Und die halt noch mit diesen Arcane Bellows nochmal verstärkt. Oh, weia, ja, da sind Wisps aufgetaucht ohne Ende. Schwarzes Loch habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe hier halt diesen Magical Detector, der ging drastisch runter. Also, das kann man nicht mehr vergleichen. Huch.
So. Und dann die Hungry Chest und hier die Port die Hungry Chest habe ich noch nicht probiert, die Portable Hole. Damit kann man halt, kannst ja mal demonstrieren, halt, ich will hier durch, geht nicht. Portable Hole, dann geht hier einmal ein Feld von 3x3. Ja, sozusagen wie so eine Art, ja, so ein Feld halt. Von Blöcken geht dann weg, so ein 3x3 Feld geht dann weg, whoop, und dann kann man halt durchlaufen. Das finde ich schon wieder ein bisschen cleverer. Das finde ich auch genial. Und ja, Arcana Leviator ist sozusagen so ein Lift. Kann man dann hochfliegen. Im Boots of Traveler, da rennt man schneller. Die Bienen habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das habe ich auch noch nicht probiert. Das habe ich zwar bei mir in meiner Kiste, in meiner Singleplayer-Welt von VizeBeast. In der Kiste habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich erst noch nachlesen. Von den Golems habe ich jede Menge. Bis auf den Talon, den habe ich noch nicht gemacht. War ich vielleicht zu faul oder so. Also die drei Golem hier, das ist halt der Golem Animaten Core, dieser Animationscore. Und daraus kann man halt die machen. Hier ist Perceptive Speedy. Das ist, glaube ich, strong und intelligent. Intelligence oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hier ist dann sozusagen für die, ja, für die Golems, die dann jetzt, sagen wir mal, farmen können. Hier, das ist Farming Golem. Der war Inventorial. Weiß ich jetzt nicht genau. Moving Senses. Ah, merke. Zeige ich euch dann nach und nach halt. Jetzt nehmen wir mal ein Feuer an. Ja gut, und dieser Advanced Golem, Golemancy, den hatte ich vorhin probiert. Der ist natürlich, der tut sozusagen Feinde abhalten von sich halt. Beziehungsweise man stellt den hin, der bleibt so lange stehen, bis er halt getötet wird. Aber die halten nicht sehr viel aus. Ja, und halt hier die Basic Aura Manipulation Crystal Cluster. Die Seite habe ich komplett noch nicht probiert. Der Arcane Bohrer ist sozusagen, es ist so ein Bohrer. Dazu braucht man halt den Vent of Excavation und eine Dia-Spitzhacke. Braucht man dazu, die legt man beides rein und dann tut er halt so weit wie er kann. Also, er kann, glaube ich, bis zu 50 Blöcke, glaube ich, weit entfernt. Tut er wie so eine Art Tunnel ausbohren. Also, er bleibt auf der Stelle stehen und er bohrt halt richtig weit weg. Und die Items, die er halt abbaut, tut er sozusagen in seine Kiste, die hinter ihm halt steht. Da muss man halt so eine Kristallkiste oder Kristallobsidian oder Dia-Kiste, das ist eigentlich alles das gleiche, muss er dahinter stellen und der tut dann halt die ganzen Items da reinmachen, bis die Kiste entweder voll ist oder der das Limit erreicht hat. Ja. Das zeige ich euch noch alles genauer. Ist jetzt halt blöd, dass wir das nicht so, ja, selbst erforschen können. Aber ich habe ja noch nicht alles erforscht, somit können wir noch einiges finden, zum Beispiel hier die Bienen, die habe ich noch nicht erforscht. Und ja, also einiges können wir noch nutzen. Beziehungsweise ausprobieren, was ich neu. Guck mal, und hier hinten die ganze Fläche, die ist noch ein bisschen zu frei, denke ich mal, da wird noch was kommen. Und hier hinten sieht man nur das und da wird auch wahrscheinlich noch was kommen. Hier unten wird es ja nicht ohne Grund noch so ein bisschen weitergehen. Also, wie gesagt, hier oben, ja, hier oben wird vielleicht schon voll sein, wegen dem hier. Aber ich denke mal, wir werden ja jede Menge voraus kitzeln können. Ja, gut. Dann kann ich euch ja nochmal schnell, wenn wir schon bei Erfolgen sind. Minecraft, die Erfolge habe ich halt nicht so groß gemacht. Noch nicht. Und ja, hier seht ihr ja schon, das hatte ich glaube ich schon mal gezeigt, meine ganze Anlage, die ich schon gemacht habe. Der hier ist komischerweise verbuggt, den habe ich schon, davon habe ich mindestens schon 3, 4 Stacks gemacht. Mit dem Kompressor halt.